Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen, Friends. Ja, wir hören, wie ja angekündigt und weil es sich extrem viele gewünscht haben, in die Reportagen-EP, Karreuth heißt die, rein. Ich bin aktuell im Urlaub, dass sie das vorproduziert. Ich bin noch ein bisschen krank, deswegen sorry dafür. Falls ihr wissen wollt, was an der Ostsee, wo ich gerade bin, abgeht, checkt gerne Instagram ab, Link in der Beschreibung oder einfach Flutterflow auf Instagram. Ich werde täglich viele Stories machen, irgendwie gucken, was wir so machen, ein paar Bilder hochladen, würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeiguckt. Ansonsten hören wir jetzt rein bei Billy mit Lockdown und ich freue mich auf die anderen Songs. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch vorproduziert haben werde von der EP, aber viele haben sich gewünscht, dass wir wieder so ein paar Künstler abchecken, die wir früher mehr abgecheckt haben, in letzter Zeit eher weniger. Was mir auch hier nochmal Real Talk leid tut, dass ich mich mehr auf die fokussiert habe, die ich aktuell mehr gehypt habe, die aber auch bei euch besser angekommen sind. Obwohl ich natürlich weiß, dass viele von euch auch die feiern. Und selbst wenn die Videos dann weniger Aufrufe bekommen, weiß ich, dass ich viele von euch damit immer noch glücklich machen kann. Deswegen haben wir jetzt hier Lockdown von Billy und ich versuche in nächster Zeit auch Real Talk ein bisschen weniger auf die Klicks zu achten so und ich weiß, dass ich das eine Zeit lang zu sehr gemacht habe und deswegen sorry, da bin ich ganz ehrlich mit euch, aber ja, deswegen jetzt hier mal wieder von Billy was mit Lockdown, ich bin sehr gespannt, let's go. Direktatmosphäre, eine Sekunde in Direktatmosphäre. Ey, schöner Beat, wirklich, jetzt schon. EP Nummer 2, rein in die Booth, sperre mich ein, das ist mein Film, ich schau ihn allein. Ja. Ey, ich hab's ein bisschen vermisst, so, ich stimme auch so. Ich hab lange nichts mehr von Billy gehört, muss ich sagen. Zu lange, rein in die Booth, sperre mich ein, das ist mein Film, ich schau ihn allein. Ja. Schließe die dunkle Gardinen, hier wird die Sonne vermieden, wenn ich die Beats picke. Ey, Mann, dieser Flow. Ach, Mann. Ich muss echt wieder mehr von Billy hören, schöner Flow. Wir fangen ganz locker an, das ist einfach nur das Intro, alles entspannt. Ich bin ehrlich, Mann, der Lockdown fickt mich. Und ich denk mir nur, Corona fickt dich. Alles hat sich verändert, alles so ruhig. Und die Top 10 auf Netflix habe ich schon durch. Das Positive, ich bin wieder produktiv. Schreibe Zeilen auf dem Beat und mach wieder eine EP mit den Namen. Ey, ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen mit diesem Song relaten, Alter. Krasse Atmosphäre. Ich hab's echt vermisst, bei Billy reinzuhören, Mann. Weil man hat direkt jetzt hier, wir sind 50 Sekunden in und man hat einfach Atmosphäre, der Beat, die Stimmlage von ihm, der Flow, wie er Sachen beschreibt. Das ist ein Song, den kann man so auch noch in 2, 3, 4, 5 Jahren hören und sich an die Zeit vom Lockdown dann perfekt zurückerinnern. Habe ich schon durch. Das Positive, ich bin wieder produktiv. Schreibe Zeilen auf dem Beat und mach wieder eine EP mit dem Namen Charoid. Hab das Chaos nie besiegt. Charoid, okay, Charoid. Schreibe Zeilen auf dem Beat und mach wieder eine EP mit dem Namen Charoid. Hab das Chaos nie besiegt, denn die Geister, die ich rief, sind da. Die Geister, die ich rief, sind da. Ey, dieser Beat erinnert mich so an zu älter Tape 3 oder so von Kolle vom Feeling her. Wunderschöner Beat. Ich kann Erfolg, würde ich weitermachen. Auch wenn mir keiner mehr folgt, würde ich weitermachen. Auch wenn ich keinen Cent verdiene, würde ich weitermachen. Weil ich diesen Scheiß liebe, ich muss weitermachen. Auch ohne Mio-Streams würde ich weitermachen. Auch ohne fetten Deal würde ich weitermachen. Das ist meine Medizin, ich muss weitermachen. Krass. Weitermachen, ich muss weitermachen. Gefällt mir sehr gut. Ich liebe ja solche Songs so, wo einfach aus der Seele geredet wird. Und ey, das ist gerade der feinste Real Talk so, wie er halt zu sich selbst sagt, ey, selbst wenn jetzt alles vorbei wäre, in Anführungsstrichen, wenn mich niemand mehr hören würde, ich würde weitermachen. Weil das ist das, was ich liebe, wofür ich brenne. Und ich würde weitermachen. Hm. Es kann nur eine geben, das ist Reportagendicker. Ja, 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 ja. Hm. Schauen öfters auf die Handys als Menschen in die Augen. Wunderschönes Intro, muss man einfach sagen. Wunderschönes Intro. Wie viel ist dein Outfit wert? Ja, so viel, wie ich mich fühle. Ja, ja. Ja, die Zeile hat er schon mal gekickt, oder? Oder ist sie von jemand anderem? Aber wie viel ist dein Outfit wert? Digga, ja, so viel, wie ich mich fühle. Das ist von ihm eine Zeile gewesen, glaube ich. Ja, ja. Aus einer Pfütze wurde mehr, doch es fing an mit einer Träne. Ja, okay, es sind Zeilen von ihm. Ja, ja. Baba-Zeile. Und ich frage mich, bestehe ich aus Mäusefleisch? Oder warum hat man diese Schlangen in seinem Freundeskreis? Oh. Habe keine Strategie. Ich lass alles auf mich zukommen wie Manime. Ah. Ey, einfach Atmosphäre. Ich find's schön, dass er gerade ein paar Zeilen aus seinen bekanntesten Tracks irgendwie wieder reingebracht hat.
Die EP macht echt Bock auf mehr, also das Intro macht Bock auf mehr direkt. Das sind alles meine Texte, ich kenn sie bis ins letzte Detail, weil sie echt sind. Die ganze Welt hat ein Tief, hörrischer Ruid. Und hätte ich keinen Erfolg, würde ich weitermachen. Auch wenn mir keiner mehr folgt, würde ich weitermachen. Auch wenn ich keinen Cent verdiene, würde ich weitermachen. Weil ich diesen Scheiß liebe, ich muss weitermachen. Auch ohne Mio-Streams würde ich weitermachen. Auch ohne fetten Deal würde ich weitermachen. Das ist meine Medizin, ich muss weitermachen. Weitermachen, ich muss weitermachen. Damn. Ey, wir werden uns auf jeden Fall noch mehr geben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich noch was vorher aufnehmen werde, bevor ich wegfahre. Aber ich möchte echt wieder so auch bei den Leuten, die wir früher mehr verfolgt haben, reingucken und einfach wieder mehr auf die Klicks scheißen. So, ich habe da eine Zeit lang leider echt zu sehr drauf geguckt, was mir jetzt im Nachhinein auch nicht nur für euch, aber auch für mich selber leid tut irgendwie, wisst ihr so. Weil, Digga, das hab ich auch nicht nötig, so, wisst ihr, das macht ja keinen Unterschied, ob dein Video 20.000 oder halt 3.000 Aufrufe hat, Digga, dann ist es halt so, weißt du, wenn es trotzdem gute Musik ist, wieso nicht einfach trotzdem hochladen, so, keine Ahnung. Ich habe da auch die Tage drüber nachgedacht, war nicht cool gedacht von mir und war keine coole Zeit so irgendwie, deswegen, keine Ahnung, nochmal dicke Sorry an alle Leute, die fleißig kommentiert haben und ich nicht drauf eingegangen bin, so, war nicht cool, Mann. War nicht cool, deswegen, ich habe auf jeden Fall Lust, wieder mehr reinzuholen. Ich freue mich natürlich für jeden, der trotzdem noch am Start ist. Auch gerade bei meinen Billy Reactions dann oder bei Meiser wieder oder bei Jack von Crack oder Detox, wenn wir uns die alten Homeboys wieder geben. Ja, Mann. Ey, Freunde, was soll ich sagen? Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Genießt die Zeit, Mann. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag und habt eine schöne Zeit. Was ein schöner Song Lockdown gewesen ist, Alter. Einfach Feeling des Todes und ich glaube echt, in so ein paar Jahren wird man sich mit so einem Song perfekt an diese Situation hier zurückerinnern können. Und ja, Mann. Ansonsten, ey, was soll ich sagen? Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.